Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video hier auf meinem Kanal Raideriador. Ihr seht, wir sind bei mir in der Garage, das heißt, es wird wieder geschraubt. Wir widmen uns der Yamaha Super Tenere. Genauer gesagt geht es heute um den Ölwechsel am Kardanantrieb. Das ist, glaube ich, eine Sache, die man ganz gut in Eigenleistung durchführen kann. Und da habe ich gedacht, mache ich mal ein kleines Video drüber, nehme euch mal mit, werde euch mal zeigen, was für Werkzeuge wir benötigen, was für ein Öl wir brauchen und ja, wie die Abläufe von den einzelnen Arbeitsschritten so vonstatten gehen. Ich würde sagen, wir reden gar nicht lang rum und legen direkt los. Jo, hier seht ihr jetzt die Materialien und Werkzeuge, die wir für den Kardanantriebsölwechsel benötigen. Fangen wir an mit dem Getriebeöl. Da habe ich mich für das Original von Yamaha entschieden, weil ich in dieser Hinsicht noch keine Erfahrung habe, wollte ich einfach auf Nummer sicher gehen. Dann noch eine Auffangwanne für das alte Öl, ein paar Ersatzdichtungen, eine Ratsche, ein 6er Inbus, eine 14er Nuss und zu guter Letzt noch einen Drehmomentschlüssel, um die Schrauben wieder festzuziehen. Yamaha gibt übrigens den Kardanantriebsölwechsel alle 20.000 Kilometer an. Jo, dann legen wir los. Wir lösen zuerst mal hier die Einfüllschraube für das Öl. Wie gesagt, das ist einfach nur ein 6er Inbusschlüssel. Die sollte auch relativ leicht rausgehen. Das tut sie auch. Die schrauben wir erstmal nur auf. Dann wechseln wir den Aufsatz. Kommt die 14er Nuss zum Einsatz. Das ist jetzt die Ablassschraube hier. Mal schauen, wie viel Öl da jetzt rauskommt. Hab da ja auch noch keine Erfahrung mit. Bin ich mal gespannt. So. Und da kommt schon. Ganz schön schwarz die Suppe. Das lassen wir jetzt erstmal rauslaufen. Und dann füllen wir gleich das neue ein. Schraube hier vom Einfüllstutzen. Die können wir auch noch abmachen. Ich denke, ja, so um die 200, 250 Milliliter werden da insgesamt vielleicht reinpassen. Mehr wird es nicht sein. So, jetzt habe ich gesehen, hier an dieser Schraube gibt es so einen kleinen Magnet, da kann es durchaus sein, dass da ein paar Metallpartikel dran haften. Die kommen quasi von dem Abrieb von der Kardanwelle. Die sollte man dann vorher, bevor man das wieder reinschraubt, entfernen. Jo, das Öl ist jetzt fast komplett raus. Man kann jetzt vielleicht hier noch mal ein bisschen den Reifen bewegen, dass die Zahnräder sich noch mal etwas drehen und vielleicht dafür sorgen, dass der ein oder andere letzte Tropfen noch mal mit rauskommt. Und da können wir gleich schon loslegen mit dem Einfüllen des neuen Öls. Und wie ihr seht hier, das ist echt richtig schwarz. Also ich glaube, das ist noch das erste Öl, was hier drin war. Jo, nachdem das alte Öl jetzt komplett abgelaufen ist, müssen wir erstmal wieder hier die Ablassschraube draufschrauben. Da habe ich jetzt diese Magnetspäne entfernt und die neue Dichtung drauf gemacht. Die drehen wir jetzt erstmal wieder hier rein. Und dann können wir gleich oben neues Öl reinfüllen. So. Yamaha gibt an 23 Newtonmeter Drehmoment hier bei diesen Schrauben. Das sollte man schon beachten, denke ich. So. Jo, nachdem wir jetzt hier die Ölablassschraube wieder eingesetzt haben, füllen wir mal das neue Öl ein. Dazu habe ich mir hier ja, so einen kleinen Trichter geholt. Den hängen wir jetzt hier so rein und füllen dann vorsichtig Schluck für Schluck das neue Öl ein.
Und wie viel da reinkommt, ist eigentlich relativ simpel. Yamaha gibt an, einfach so viel reinmachen, bis das wieder aus, ja, dem Loch, wo eingefüllt wird, das Öl wieder rausläuft. Insgesamt sind das, ja, ich schätze mal gut 200, 250 Milliliter. Ich mache das jetzt mal voll hier. Kann einen Moment dauern, bis das alles da reinläuft. So. Schluck für Schluck. Jo, hier haben wir jetzt genügend Öl eingefüllt. Wie ihr seht, aus dem Einfüllstutzen läuft das frische Öl schon raus. Also kann man sicher sein, es ist genug drin. Das lasse ich jetzt noch einen Moment abtropfen und dann, ja, mache ich die Schraube wieder drauf und dann war der Kardanölwechsel eigentlich schon fertig. Jo, nachdem nun das frische Öl auch komplett aus der Einfüllöffnung rausgelaufen ist, wische ich hier nochmal so ein bisschen drüber und ja, dann machen wir die Einfüllstutzenschraube wieder drauf. Die ist hier. So, wie gesagt, immer darauf achten, nicht zu fest, weil diese Dichtung, die ja, drücken sich dann quasi schief oder platt und dann hat man dementsprechend Pech und muss eine neue Dichtung besorgen, beziehungsweise sich darum kümmern, dass das wieder dicht wird. So, dann nehmen wir nochmal den Drehmoment zur Hand. Knack, das war's schon. Jo, zu guter Letzt gehe ich hier nochmal mit so einem Brennerreiniger ein bisschen drüber, einfach um das nochmal ein bisschen von dem Ölschmier zu befreien. Damit das wieder ordentlich aussieht. Jo, das war also hier der Kardanölwechsel bei meiner Yamaha Super Tenere. Keine große Sache, wie ich finde, kann man durchaus in Eigenregie bewältigen. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und vielleicht dem einen oder anderen auch den Anstoß gegeben, das in Zukunft mal selbst in die Hand zu nehmen. Da kann man nämlich noch den einen oder anderen Euro sparen. Und ja, dann gilt es noch zu sagen, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr das macht. Gerne einen Daumen hoch und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut.